Yo Leute, ein wunderschönes und herzliches Willkommen hier vom Grand Prix du Canada. Einer der besten Grand Prix-Wochenende im ganzen Rennkalender. Ich liebe diese Strecke wirklich sehr gerne. Ich mag die sehr gerne. Das Schloss in diesem Gehänge ist sozusagen für die Weltausstellung. Ich weiß nicht genau das Jahr, aber ich habe das mal gegoogelt. Es war für eine Weltausstellung und hier das Qualifying lief nicht so gut. Ich habe im ersten Run nur P10 und ich erhoffe mir natürlich schon ein bisschen mehr hier in Kanada. Ich liebe die Strecke und wir haben ein neues Getriebe, bekommen dafür leider auch eine 5-Plätze-Strafe, aber alles okay. Ich liebe die Strecke, wie gesagt, und ich hoffe die Nostalgie und auch hier diese Kraft an sich von der Strecke. Oh, hier ein bisschen ins Gras abgewogen, aber die Strecke an sich ist so geil. Lass gerne Kosten, das ist aber da. Ich verspreche, das wird ein bombastisches Rennen, wirklich. Eines der besten Rennen, die wir jemals gefahren haben. Vielleicht sogar, wenn ich es nicht im Titel geschrieben habe, mit einer riesen Überraschung, weil die Strecke, die verzückt, verzaubert und vor allem ist das Circuit de Gilles Villeneuve von, Jacques Villeneuves Vater. Er ist ja verunglückt und deswegen wurde auch, nein, nicht deswegen, aber er war auch ein Kanadier und deswegen wurde die Strecke nach ihm benannt. Aber kommen wir hier zurück. Wir haben so guten grünen Sektor. Der erste war rot, aber im zweiten haben wir fast eine Sekunde waren wir hier schneller und hier bekommen wir noch ein bisschen Windschatten von Russell, das ist ziemlich gut. Hier die letzte Kurve hier rechts nicht in die World of Champions geben und die war auch super, der Exit auch perfekt, viel Speed mitgenommen und jetzt bekommen wir von Weber, sorry nicht Russell, Weber voll Top Speed und fast eine Sekunde schneller. Lila im letzten Sektor, aber das war glaube ich nicht die Pole, nein nur P4 und wir bekommen ja noch 5 Plätze, also das ist leider eher ein Rennen von hinten, aber es ist... Aber es ist ein tolles Qualifying gewesen. Wir konnten dann mal ein bisschen weit nach vorne fahren. Hamilton und Bottas starten von der ersten Reihe. Wem wundert's? Also die zwei, also überhaupt Hamilton, der rasiert in unserer WM überhaupt alles weg. Dahinter Vettel und Verstappen. Gasly auf 5, geht auch gut. Grosjean, Leclerc, Gasly ist unser Rivale, Hülkenberg. Wir sind der Strafe auf 9. Magnussen direkt neben uns, Butler hinter uns. Lando Norris auf 12. Per Gasly, Sergio Perez. Ricardo, Albon, Kimi nur auf 18, muss man sagen, und dahinter Russell vor Lucas Weber. Das war kein gutes Qualifying, aber die Qualifying ist Kimi nicht so gut. Im Rennen ist er da eher besser, muss man sagen. Gut, unsere Strategie ist natürlich eine 2-Stopp, weil 1-Stopp wird zu wenig werden. Ich nehme natürlich ein bisschen mehr Sprit mit, die Strecke ist ja topspeed-technisch richtig weit vorne und ich denke mal, ein bisschen Sprit wird da sicherlich ganz gut tun, würde ich mal sagen, also. Gut, ein bisschen mehr Sprit, wie gesagt, zum Pushen ist alles möglich und ich wünsche mir natürlich, wir können einen Podiumsplatz rausholen, aber das wird sehr schwer von 9, also das wird wirklich extrem schwer. Die 5 roten Lichter gehen jetzt aus und unser Start ist ziemlich gut. Wir starten hier eigentlich im Mittelfeld, kann man schon fast sagen. Anfang des Mittelfeldes. Und Hülkenberg und auch Leclerc und... Nein, nicht Grosjean, nicht mehr. Aber Leclerc lässt uns da auch nicht viel Platz. Ich schau mal gleich nach, ob da was kaputt ist. Ich habe keine Kollision mit Leclerc verursacht. Der ist da nochmal zurückgestochen. Und ich muss ihn, glaube ich, auch mal ziehen lassen. Oder gibt hier... Ja, gibt hier noch. Also wir haben uns da Rad an Rad. Es war Flügel an Rad, aber alles gut. Wir sind da gut durchgekommen und das nächste Ziel ist Grosjean. Ich denke mal, bis Vettel ist es schaffbar, also bis P4, P3, irgend sowas ist es schaffbar. Vettel wird schon schwer, aber Grosjean sollten wir auf jeden Fall überholen, weil die Strecke lässt es zu überholen und zu überholen werden. Und unser Motor ist der viertbeste Motor im ganzen Fahrerfeld, also von allen Teams haben wir den viertbesten Motor. Das Problem, Aerodynamik, sind wir das zweitschlechteste Team, also ja... Ich hoffe natürlich, wir können da noch einiges rausholen, aber das wird schon sehr, sehr schwer. Aber gut, lasst uns da mal zurückkommen. Grosjean, wir sind schon im Windschatten dran, aber schauen uns vorher nochmal die Start-Replay an, die ziemlich ja, durchwachsen lief für uns, würde ich mal sagen. Also, es war nicht der beste Start, aber auch nicht der schlechteste. Also, wir waren da... Ja, wir sind gut durchgekommen, aber Leclerc wollte da ein bisschen mehr... ITU-Gaming könnt ihr gerne auf Instagram vorbeischauen. Ich wollte ihn ein bisschen außen überholen, aber da habe ich zu wenig Traktion und auch ziemlich Schwung gehabt. Und ja, da sind wir nebeneinander reingekommen. Leclerc eigentlich mit den besseren Karten. Aber wir haben uns gar nicht berührt, der ist einfach nur ein bisschen zu weit rausgekommen. Ich habe reingestochen und das war's dann. So, Lewis Hamilton, unser Weltmeisterschaftsführer da, startet auch ziemlich gut hier ins Rennen rein. Also wirklich unaufhaltsam, richtig gut, ohne Konkurrenz hier in die erste Kurve. Hätte mir auch so gefallen. Und Kimi?
Jo, Kimi hat da eher einen bescheidenen Start, würde ich mal sagen. Der hat nämlich hinter sich nur mehr die zwei Honda, nein, die zwei Williams natürlich. Und da war er kurzfristig sogar 18. Also. Und der wird auch, glaube ich, 18. Also der hat sich da, glaube ich, überholt, Russell. So, wir springen in Runde Nummer 3 und sind jetzt so allmöglich an Grosjean dran. Die Reifen halten extrem lang, weil die Strecken, die Runden auch kurz sind. Dafür müssen wir auch 35 Runden fahren. Und jetzt bekommen wir auch schon DRS und vor der DRS-Tunnel sind wir schon in dem vorbei. Also das DRS wäre nicht nötig gewesen. Hin ist aber schönes Beisätzchen, kann man sagen. Dass wir hier gut vorbeikommen und uns dann vielleicht auch ein bisschen absetzen können. Und das verstehe ich nicht, dass wir hier nochmal DRS bekommen. Aber ich denke mal, die DRS-Zone ist auch gleich der Messpunkt und dann bekommt man einfach gleich wieder, weil vorne bremst man nur rein. Und wir haben sogar Lila im zweiten Sektor, dritten Sektor, also das war schon ziemlich gut. Und unser nächstes Ziel ist schon Verstappen, der hinter Gasly ist. Also, ja, wir sind da jetzt schon best of the rest, also eigentlich noch besser, weil Gasly ja weiter hinten gestartet ist. Nein, Gasly ist nicht vorne. Wer sind denn da vorne? Bottas, Hamilton, doch, das ist Gasly, Blödmann. Das ist Gasly. Gasly und. Aber einer fehlt mir noch. Irgendeiner muss da noch vorne sein. Nein, wir sind deiner. Ja, stimmt. Fünf vor mir. So, wir springen eine Runde weiter. Nein, drei Runden weiter. Oh mein Gott, er rennt schon wieder. Wir springen drei Runden weiter und Verstappen rückt allmählich näher und in seinem Spiegel, glaube ich, sind wir auch schon gut zu erkennen. Ein bisschen weiter hinten noch. Aber die werden dann ein bisschen aufgehalten von Vettel. Also der bremst da ein. Ich denke mal, die Reifen werden zunichte gehen. Und ich denke mal, wer da jetzt so sein Reifenfenster findet oder seinen perfekten Boxenstopp findet, wird sich da auch entscheiden können. Das ist Battle für den dritten Platz, Leute. Für den dritten Platz ist das der Fight hier. Und es ist alles drin. Ich denke mal, wir können wirklich Podium holen. Das ist noch vor dem Boxenstopp. Das heißt, die waren alle noch nicht in der Box und wir kommen da ziemlich gut dran. Unser Motor kann sich hier richtig gut austesten lassen und es ist auch ein extrem geiles Gefühl, endlich mal wieder vorne zu sein. Das letzte Mal waren wir vorne in unserer Williams-Karriere, letztes Jahr, also die wir dann abgeschlossen haben in Brasilien, in Abu Dhabi als Weltmeister. Also wir waren ja frühzeitig Weltmeister, aber wie gesagt, da waren wir das letzte Mal, da waren wir das letzte Mal siegreich. Also ich wünsche mir natürlich, dass wir endlich in dieser Karriere auch noch ein bisschen was reißen können. Das wäre wirklich extrem cool und extrem geil. Ein Podium wünsche ich mir nun mal. Ein Podium oder vielleicht ein vierter Platz. Hatten wir auch noch nie einen vierten Platz. Also. Aber jetzt drückt Verstappen wieder ein bisschen weiter weg. Ich hoffe natürlich, wir können da dranbleiben. Und ich hoffe natürlich, wir können ihn jetzt auch in der DS-Zone ein bisschen angreifen. Siebte Runde und unsere Reifen sind super. Also wirklich. Natürlich schon ein bisschen abgenutzt. Aber ja. Auch der Bottas ist nicht weit weg. Also der Bottas ist zwar auch ein bisschen weg, aber der Hamilton, ja, den kann keiner mehr aufholen. Also der Hamilton ist wirklich auch ehrlich gesagt konkurrenzlos, weil Bottas kann nicht mal das Wasser reichen. Also Hamilton ist ein bisschen auf und davon, würde ich sagen. Gut, aber jetzt sind wir schon nah dran und zack, zack. Und wir kommen hier neben Verstappen, aber das geht sich leider nicht aus. Also er hat nämlich auch DS und deswegen bringt das nicht ganz, nicht viel. Wir stechen hier innen, zack, rein, ganz, ganz zu spät. Und jetzt ziehen wir ganz nach raus, dass wir ja nicht mehr zurückgeholt werden. Und guter Move. Guter Move und wir sind jetzt Fünfter. Unsere Main Position kann man fast sagen. Ich hoffe natürlich, wir kommen da noch ein, zwei Plätze vor. Die beiden vor uns wären schon noch schön. Die anderen zwei werden wir nicht kriegen, aber die beiden vor uns, die sind nicht die schnellsten, muss man sagen. Also ich hoffe natürlich, wir können da einiges noch reißen. Aber schauen wir uns das Ganze mal an. Vielleicht kommen wir noch. Gasly ist ja sozusagen unser Langzeitkonkurrent. Also neben Kimi ist eher Gasly mein Konkurrent, weil gegen den und auch Verstappen, gegen die zwei sind wir schon so oft gefahren und haben wir schon so oft Battles gehabt, die meistens dann eher für Gasly oder Verstappen gut ausgegangen sind. Aber, wie gesagt, ich wünsche mir natürlich, wir können da auch irgendwann mal einigermaßen mitstechen. Ich denke mal, ab Belgien, Italien, ihr könnt gerne auf Twitter vorbeischauen, aber ich denke mal, ab Belgien, Italien, würde ich mir wünschen, dass wir vielleicht einen Sieg holen könnten, weil unser Motor ist nicht schlecht und vielleicht investiere ich da noch ein bisschen was in den Motor, weil Italien wäre schon schön, wenn wir so unser Heimrennen gewinnen würden. Und wir fahren mit Verstappen in die Box. Ist nicht gut, ist nicht schlecht. Wir müssen da nur aufpassen, dass wir vorhin wieder rauskommen. Bottas war auch in der Box und ja, wir fallen leider ins Mittelfeld zurück und vor allem auch leider in den ganzen Verkehr rein. Wir sind jetzt 16 davon 28. Wir springen ein bisschen nach vorne. Also sind eh noch in der gleichen Runde und können wir gleich mal unseren Teamkollegen überholen. Und das geht sau eng hier zu. Also ich hoffe natürlich, wir können
da ein bisschen der Vorsprung raus. Und wir sind zwar immer im DS und so weiter, aber werden auch blockiert und können unsere Reifen nicht ganz so aufwärmen oder so anfahren, wie wir das gerne hätten. Aber ist auch mal, ist leider blöd gelaufen, aber das geht den anderen genauso. Also Bottas ist auch im Verkehr und sogar Vettel wird im Verkehr kommen. Hamilton, na, der ist weit genug weg und der ist jetzt schon in der Box und wir kommen hier gut raus, aber leider ein bisschen weiter rechts im Gras, aber das war gut. Wir können hier gleich mal wieder mit DRS Russell angreifen und das ist echt ein Wahnsinn. Ich liebe es, so durchzuflügen. Die nächsten Rennen versprechen auf jeden Fall viel, viel Spannung und vor allem ein Sieg, ein konkurrenzfähiges Auto, kann ich sagen. Also ich denke mal, Österreich, Frankreich und vor allem auch Großbritannien, da können wir richtig gute Positionen rausholen. Wo wir eher schlecht sein werden, ist Kanada und da kommt Gasly und auch Vettel von uns raus. Die müssen wir also auf der Strecke überholen, was natürlich nicht so gut ist. Aber trotzdem, ich meine, ein extrem gutes Resultat hier bis jetzt. Ich liebe die Strecke, wie gesagt. Es gibt nichts Besseres. Zack, hier Ricardo anbremsen und wir sind direkt an Gasly dran. Und der wird ein bisschen ausgebremst von Lando Norris hier. Das ist natürlich auch gut. Wir springen Runde Nummer 10 ein paar Kurven weiter und hier berühren sich Gasly und Norris und wir kommen an beiden vorbei, Alter. Was für ein Move, Leute. Was für ein Move. Und Hamilton und Vettel kämpft hier. Er kämpft hier mit Stroll. Und er kommt vorbei. Mit den besseren Karten für Stroll, für Vettel. Aber wir kommen näher. Also wir haben durch den Boxenstopp auf jeden Fall hier Zeit aufgeholt. Oder besser gesagt durch diesen Schlingelparcours, durch den langsamen Autos. Also unser Auto ist schon ziemlich schnell mit dem Reifen, mit dem Set. Und hier, schau mal den Asimov an. Er täuscht ja an, dass er abbiegt und dann, na, es ist lächerlich. Das ist natürlich unnötig, weil das hat unnötig Zeit gekostet. Wir springen zwei Runden weiter und sind so im DS-Fenster an Vettel. Wir können ihn angreifen. Lewis Hamilton mit der schnellsten Rennrunde, aber oh mein Gott, ich kürze leider ein bisschen ab. Es gibt auch eine. Und ich habe mir natürlich ein bisschen Schwung verschafft, aber wir kommen hier an Vettel vorbei, Leute. Wir sind Dritter an einem Grand Prix. Und ihr probiert es Vettel noch und ich lasse ein bisschen nach. Aber wir sind Dritter im Kanada und das wären wirklich 18 Punkte. Aber natürlich ist noch langer Weg bis dorthin. Wir sind 13 da und Vettel fährt auf eine andere Strategie. Er fährt mit den schnelleren Reifen langsamer als wir mit dem langsamen. Wir springen ein paar Runden nach vor und mittlerweile waren alle von der Spitzengruppe schon in der Box, außer Bottas und wir. Hamilton schon hinter uns mit der schnellsten Rennrunde. Und jo, unsere Reifen sind schon ein bisschen durch. Aber ich möchte ein bisschen mal Führungsluft schnuppern. Und vor allem, ich wollte auf Rot gehen und ich denke mal, das wird nichts. Also ich glaube nicht, dass wir 14 Runden, wir müssten mindestens noch 10 Runden, 8 Runden mit den Reifen fahren. Und das ist absolut nicht möglich. Aber wir werden noch ein, zwei Runden rauszögern und dann nochmal auf die gelben gehen und vielleicht hoffentlich nochmal auf die schnellste Rundenjagd gehen. Weil die ist auch wichtig. Die würde noch ein Punkt mehr werden. Und mit den roten Reifen wäre es auf jeden Fall gegangen. Aber so ist auch gut. Bottas mal in der Box und wir führen jetzt den großen Preis von Kanada hier an. Ich kann es natürlich so lange rauszögern, bis mich Hamilton überholt. Das wird auch wahrscheinlich Ende der Runde, ein, zwei Runden der Fall sein. Aber wir werden es trotzdem mal probieren hier, wie lang die Reifen halten. Und vor allem, es wäre zu früh. Wir sind 9 Runden mit den roten gefahren. 9 minus 21, minus 22, das wären dann 17. Na Blödsinn. Das wären dann 13 und 13 Runden haben. Doch, genau 13 Runden sind es noch. Also jetzt könnte ich in die Box kommen. Glaube ich, aber werden wir noch nicht. Ich glaube, ein, zwei Runden werden wir dann noch rauszögern. Ich brauche mir noch ein bisschen Polster für die schnellste Rennrunde. Gut, wir kommen hier gut raus. Aber Hamilton ist natürlich uns nah auf den Fersen. 6 Sekunden vor Leclerc, das ist auch. Vielleicht warten wir noch ab, bis Leclerc in der Box war, weil dann haben wir keinen Verkehr mehr. Wenn wir dann hinter Leclerc wieder rauskommen, dann ist das so eine Sache. Aber 6 Sekunden, glaube ich, ist eh okay. Zack, hier der. Oh, unsere letzte Verwarnung. Ich hoffe natürlich, wir bekommen da keine Strafe. Und ich denke mal, nach dieser Runde werden wir reinkommen. Hamilton ist ganz, ganz nah schon dran. Der ist schon auf 1,5 Sekunden dran gefahren. Gott sei Dank noch kein DS. Aber das wird noch kommen. Das wird leider, leider noch kommen. Und Bottas ist jetzt 7 Sekunden weg. Der wird uns auch wieder überholen. Aber das war mir auch klar von Anfang an. Weil wir waren auch die ganze Zeit hinter Bottas. Also mit seinem Boxenstopp ist er nur 7 Sekunden jetzt hinter uns. Und das ist schon. Apropos 7. 0,7 ist leider nur noch Hamilton hinter uns.
Und dass jetzt schon im DS-Fenster bekommt, jetzt schon der erste, wird sich jetzt dran robben und uns da leider kassieren. Aber noch nicht jetzt. Das war zu kurz. Bei Start und Ziel wird er uns auf jeden Fall. Und wir haben noch einen fetten Quersteher. Jetzt würde ich schon probieren. Anfang der Haarnadelkurve. Ihr könnt gerne auf Instagram, auf Snapchat vorbeischauen. Aber jetzt ist es zu spannend. Zack, wir drücken ihn hier nochmal ein bisschen auf die Seite. Das kostet eigentlich nur Zeit, weil wir haben genug Polster auf Vettel. Aber schauen wir mal, wo wir rauskommen. Wir holen uns... Ja, die Reifen wären noch okay gewesen. Da haben wir schon schlimmere Reifen gehabt. Aber trotzdem geht's jetzt wahrscheinlich ab in die Box. Ja, genau. Jetzt geht's in die Box und wir holen uns nochmal einen Satz gelbe Reifen. Nochmal die Medium. Und da bleiben wir auf 3. Was für eine Überraschung. Ganz, ganz knapp bleiben wir auf 3 vorne. Also, ich meine, ja, die Kurve haben sie auch noch. Wir bleiben sicher 3-4 Sekunden vorne. Und wenn wir wirklich das Rennen fertig managen, können wir hier auf 3 beenden, Leute. Das ist das beste WM-Resultat, seitdem wir hier die Karriere fahren. Und das ist wirklich zu geil. Also wirklich zu perfekt. Und die Silly Season hat begonnen in der richtigen Formel 1, Leute. Ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt. Gasly hat für Albon sozusagen sein Cockpit räumen müssen und hat jetzt wieder in der Juniorenklasse zu arbeiten und muss jetzt wieder unter... in dem Juniorenteam für Red Bull fahren. Das bedeutet, ob Belgien wird Albon, der Indonesier, schon im Ferrari, im Red Bull sitzen, neben Verstappen, und Pierre Gasly wird dann wieder im Juniorenteam sein. Wir springen ein paar Runden nach vorne und haben den Vorsprung auf fast 10 Sekunden ausbauen können. Gelbe Flaggen. Was ist passiert? Was ist passiert? Es ist ein Ausfall. Nein, Virtual Safety Car gibt es jetzt mal. Mehr fahren und wir springen, dass wir beenden das Virtual Safety Car. Und leider hat das genau meine schnellste Runde gesprengt. Das ist natürlich nicht so gut, weil ich jetzt probiere noch die schnellste Rennrunde zu holen und die kann ich jetzt wieder nicht fahren. Jetzt ist sozusagen eine Formation Lab. Und was ist passiert? Habe ich es mit reingenommen? Ich bin mir nicht sicher. Doch, hier haben wir es. Und hier ist Lando Norris mit einem Ausfall, Motorschaden, denke ich mal, oder irgendwas anderes, was da hinten raucht. Der junge Engländer ist leider ausgeschieden. Schade für ihn, war sicher ein gutes Rennen, er war doch auf Punktekurs, aber das war's dann für ihn. Gut, und wir springen in Runde Nummer 28 und holen uns jetzt... 3, 2, 1... Holen uns jetzt unsere schnellste Rennrunde, das sind ab jetzt wirklich Ehrenpunkte. Also das ist wirklich... Hier ist Lando Norris jetzt nochmal... Das ist ab jetzt wirklich ein Ehrenpunktevorschlag. So, eine Runde vor Schluss geht es nochmal hier in die letzte Kurve. Nein, die erste Kurve, Blödsinn. Die vorletzte Runde ist angebrochen und vor allem, wir halten noch immer noch die schnellste Rennrunde und sind immer noch Dritter mit knappen 8 Sekunden Vorsprung. Aber wie gesagt, ich fahre nur noch auf Standard und selbst bei unten beim ERS fahre ich immer nur noch mittelhoch und so weiter. Also nicht mehr das Maximum. Wir können leider nicht mehr Fotos abschließen. Es waren nur mal, also nach der schnellsten Rennrunde waren es nur noch knappe 4 Sekunden, aber dann war es leider doch nichts. Und Leclerc musste auch Vettel noch überholen lassen, das ist nicht schön für ihn, auch nicht schön für den Sport vor allem, aber es ist halt leider so die Ferrari-Philosophie, wer Nummer 1 ist, wird auch Nummer 1 getragen. Ist natürlich blöd für Leclerc, der hätte wirklich die 2 Punkte mehr gebraucht. Aber Vettel fährt ja auch irgendwie gegen, also wir fährten auch irgendwie gegen Vettel. Und 102 Punkte in dem Fernkampf, WM-Duell auf. Ich meine, um den Weltmeistertitel werden wir heuer nicht fahren. Aber wir werden auf jeden Fall um den dritten, vierten Platz kämpfen. Wir werden hoffentlich die Repuls schlagen können. Und wir sind hier in der letzten Runde, das letzte Mal in die Lange geraten. Und wir holen uns, keiner holt sich mehr die schnellste Rennrunde vor allem. Wir holen uns den dritten Platz vor allem und vor allem noch einen Punkt mehr. Das sind dann wirklich 25, 18, 3, 15. Wir holen uns 12 Punkte plus einen. Das sind 13 Punkte und das ist wirklich, wir holen uns mehr Punkte, glaube ich. 15, wir holen uns 16 Punkte und das ist wirklich das Maximum. Das ist die beste Platzierung, seitdem wir die Formel-1-Karriere 2019 fahren. Und wirklich, was für eine Leistung. Und ich wusste, wenn es klappt, dann hier. Wir fahren aufs Podium das erste Mal mit dem Alfa Romeo. Aber ich bin noch gespannter, wo unser Teamkollege gelandet ist. Ich habe immer noch nicht das Helmdesign geändert, aber mit der Sommerpause wird auch das Helmdesign geändert. Das heißt, ab Belgien werden wir dann mit einem neuen Helmdesign fahren. So, unser Rivale,
Sergio Perez. Das war aber Lance Stroll, glaube ich. Gut, hier nochmal die erste Kurve, die auch das, diese ganze Strecke, sie ist so eine Philosophie, sie ist so eine Harmonie an Kurven, die schön aneinander gereizt sind. Ich liebe die Strecke, wie du sagst. So, Bottas Zweiter, Hamilton Erster und wir Dritter. Na, Bottas Erster und Hamilton nur Zweiter. Was? Was für eine Leistung von Bottas, was ist da passiert? Ich habe keine Ahnung, wie es Bottas noch geschafft hat, an Hamilton vorbeizukommen. Der war ewig weg. Gute Leistung, Bottas, kann man auf jeden Fall sagen. Glückwunsch an den Finnen. Wir sind Dritter. Und was für eine Leistung mit diesem Auto. Ich würde mich mal sagen, wenn nicht unser Teamkollege noch so gut gefahren wäre, wirklich, der hat noch einen Punkt rausgeholt von 18 auf 10. Und das ist auf jeden Fall den Drive of the Day wert. Mein persönlicher Drive of the Day bin eigentlich ich, nein, Spaß. Aber das war schon eine Leistung von uns, aber auch von von Kimi Räikkönen. Perez ist nur Achter geworden. Also in der Rivalität brauchen wir uns keine Sorgen zu machen. Wir sind nur, wirklich nur mehr 20 Punkte hinter Vettel. Aber schon, wirklich, wir sind schon 14 Punkte vor Charles Leclerc. Das ist auf jeden Fall eine Leistung. Und wir sind Dritter. Wir haben Red Bull bis jetzt geschlagen in der Konstrukteursweltmeisterschaft. Das ist auf jeden Fall eine richtig fette Leistung und ich liebe unser Team. Das großartige ist so geil. Leistung da draußen. Ein bisschen besser wäre. Aber hören wir uns mal an, das Leclerc zu sagen. Damit. Lucas ist in diesem Rennen durch das Feld geflogen. Was ist sein Geheimnis? Hat Ihnen der dichte Verkehr heute Schwierigkeiten bereitet? Heute ist für Sie alles nach Plan verlaufen. Es sah aus, als hätten Sie eine richtig gute Strategie für das Rennen. Sie übertreffen alle Erwartungen. Würden Sie sagen, dass man Sie unterschätzt hat? Das hört man da gern. Ich danke natürlich, für den Kommentar. Dass das Team genauso denkt und natürlich auch alle anderen. Ich liebe das Team. Ich finde das echt geil. Das Rennen ist so perfekt gelaufen. Hätten wir die Strafe nicht bekommen, die wir eigentlich schon in Monaco bekommen haben für das Getriebe, dann wäre es wahrscheinlich ein erster oder zweiter Platz geworden. Aber so ist ein dritter Platz geworden. Ist auch schön und wir robben uns hier langsam ans Podium dran. Ich hoffe natürlich, in der zweiten Saisonhälfte läuft alles noch besser. Wir haben unser Auto schon so gut abgegradet und wir fahren immer noch auf 99 Schwierigkeit und Rotationskontrolle Mittel. Ihr könnt gerne die Glocke aktivieren, falls euch das wieder gefallen hat. Lasst euch gerne kostenloses Abo da. Wir haben hier unsere Fehlerchen bereinigt und können uns nochmal hier um 1000 Punkte irgendwas kaufen. Aber schon, ja, hier geht noch was. Stabilisierfähigkeit ist auch ein wichtiger Punkt, aber in der Aero, ihr seht, wir sind ja Vorletzter. Fast Williams ist besser wie wir. Und das ist wirklich schon sehr, sehr lächerlich. Ja, wir kaufen uns auf jeden Fall die Aerodynamik. So. Aber jetzt geht gar nichts mehr. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Lasst gern. Es geht noch was, auf jeden Fall. Geht noch was. Oder? Na, das geht noch. Perfekt. Lasst gerne kostenloses Abo da. Besucht uns auch gerne auf Facebook, Snapchat, Instagram und Twitter. Für heute war es das aber mal. Hier habt ihr nochmal den Punktestand auf der Zunge zu zergehen lassen. Und lasst ein kostenloses Abo, da würde mich wirklich freuen. Und teilt doch gerne das Video mit euren Freunden. Bis zum nächsten Mal und ciao.